Verehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, heute kann man wirklich mit einem Lächeln unter der Mund-Nase-Bedeckung hier vorne ans Rednerpult gehen, denn wir werden heute das Gesetz zur Umsetzung der europäischen Richtlinie über die Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten und die Umsetzung der europäischen Covered Bonds-Richtlinie in nationales Recht beschließen. Und das ist, glaube ich, ein Lächeln wert. Und damit mir am Ende meiner Rede dafür nicht wieder die Zeit davonläuft, der Dank dieses Mal gleich zu Beginn. Der gilt den zahlreichen Sachverständigen, die in den beiden Anhörungen wichtige Aspekte angesprochen haben. Zum Teil konnten wir die auch noch in den Beratungen für die Gesetze mit berücksichtigen. Und ich möchte mich sehr herzlich für die wirklich gute und ausgesprochen faire und sehr zielgerichtete Zusammenarbeit im parlamentarischen Prozess bedanken. Beim BMF mit Frau Staatssekretärin Riglewski und auch mit dem gesamten Mitarbeiterinnenstab. Insbesondere bei meinem Berichterstatterkollegen Sepp Müller aus der Unionsfraktion, aber auch bei den Berichterstattern der Opposition für das konstruktive Miteinander und natürlich auch bei den zuständigen Fraktionsreferenten. Denn nur so war es möglich, beide Gesetze in wirklich sehr kurzer Zeit in den Berichterstattergesprächen zum Abschluss zu bringen. Dafür ganz herzlichen Dank. Kommen wir nun zu den eigentlichen Gesetzen. Bei beiden setzen wir europäische Richtlinien in nationales Recht um. Beim ersten Gesetz geht es um die Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten, und die war bei uns bisher im Kreditwesengesetz geregelt. Die Regelungen im KWG, die wurden jedoch insbesondere den Geschäftsmodellen kleiner und mittlerer Wertpapierinstitute nicht so richtig gerecht, und sie waren vor allen Dingen auch nicht speziell auf die unterschiedlichen Risikoprofile der Wertpapierinstitute ausgelegt. Die Risiken von Wertpapierinstituten unterscheiden sich deutlich von denen, die beispielsweise Kreditinstitute eingehen. Denn anders als Kreditinstitute nehmen sie keine Einlagen entgegen und haben auch kein Portfolio aus Privatkunden oder Unternehmenskrediten. Und dieser Unterschied, der soll daher im Aufsichtsrahmen auch klarer zum Ausdruck kommen. Und dafür schaffen wir mit dem Gesetz nun ein spezifisches Aufsichtssystem. Damit bewahren wir nicht nur die allgemeine Finanzstabilität, sondern wir gewährleisten vor allem eine passende Beaufsichtigung, insbesondere für die etwa 720 kleinen und mittleren Wertpapierinstitute in Deutschland, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Das zweite Gesetz ist das CBD-Umsetzungsgesetz, die Umsetzung der Covered Bonds Directive in deutsches Recht. Bislang existierten in den EU-Mitgliedstaaten da zahlreiche unterschiedliche ausgestaltende Regelungen über sogenannte Covered Bonds, also über gedeckte Schuldverschreibungen, die durch Deckungswerte wie zum Beispiel Grundpfandrechte oder auch durch öffentliche Anleihen besichert sind. Und viele dieser Produkte, wie zum Beispiel der deutsche Pfandbrief, die verfügen mindestens über eine jahrzehntelange, manche sprechen sogar von einer jahrhundertealten Tradition. In jedem Fall eine lange und stabile Tradition. Bei aller Stabilität und Tradition in diesem Instrument hat die Unterschiedlichkeit der Regeln bisher eine grenzüberschreitende Vermarktung von gedeckten Schuldverschreibungen stark verhindert. Durch die Richtlinie und ihre nationale Umsetzung werden die Anforderungen an Pfandbriefe jetzt in zentralen Punkten europäisch harmonisiert, und das erleichtert dann natürlich auch den grenzüberschreitenden Vertrieb von Pfandbriefen. Zusätzlich wird mit dem Gesetz nun auch in Deutschland die Möglichkeit einer gesetzlichen Fälligkeitsverschiebung bei der Abwicklung von Deckungswerten eingeführt. Das heißt, im Falle einer Insolvenz einer Pfandbriefbank, dann können Fälligkeiten von Verbindlichkeiten in Zukunft um maximal 12 Monate nach hinten geschoben werden. Und dadurch kann dann die Liquidität bei der Verwertung des Deckungsvermögens, das hinter den Pfandbriefen steht, deutlich leichter gewährleistet werden. Und um auch der digitalen Entwicklung Rechnung zu tragen, heben wir mit dem Gesetz auch die bisherige Schriftformerfordernis für elektronisch geführte Deckungsregister auf. Und wir ermöglichen stattdessen eine elektronische Zustimmung des Treuhänders. Und zahlreiche Fortschritte also, die eine Zustimmung zum Gesetz leicht machen sollten, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Die Umsetzung europäischen Rechts in nationales Recht, das klingt immer wie so eine kleine Stellschraube. Weil die Richtlinien durch die europäische Richtlinie natürlich irgendwo schon einen Rahmen vorgeben. Und das sollten wir aber an dieser Stelle nicht unterschätzen,
Denn neben diesen beschriebenen praktischen Umsetzungsvorteilen, die ich eben schon aufgeführt habe, wird mit den Richtlinien zugleich natürlich auch die Kapitalmarktunion weiter vertieft. Und das zeigt aus unserer Sicht ganz genau in die richtige Richtung. Neben der Kapitalmarktunion, der Vollendung der Bankenunion, stehen wir als SPD zusätzlich auch für eine mutige Planung einer echten europäischen Fiskalunion, die wir in den kommenden Jahren auch weiter vorantreiben wollen. Eine krisenfeste EU muss nämlich fiskalpolitisch handlungsfähig sein. Nur dann kommen wir in Europa zu mehr Resilienz in Krisenzeiten und somit letztlich auch zu mehr europäischer Einheit. Ich werbe um Zustimmung für die Gesetze und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Das Wort hat Stefan Keuter von der AfD-Fraktion.